Du bist auf der Suche nach günstigen Icons für dein nächstes Team? Dann bist du hier genau richtig. Wir stellen dir jetzt drei Icons vor, die du für unter 200.000 auf dem Transfermarkt kaufen kannst. Beginnen wir mit zwei eher defensiven Karten. Eine ganz spannende Karte ist hier nämlich Blanc in seiner Baby-Variante. Der hat schon mal Frankreich als ziemlich nice Nation und die Positionen sind hier sehr interessant. Als Main Position hat er nämlich ZOM, kann aber auch noch IV spielen. Das ist echt schon ein wilder Mix. Auf welcher Position wir ihn am ehesten sehen, erklären wir gleich. Dazu hat er 2 Sterne Skills und 3 Sterne Weakfoot und gute Arbeitsrate mit Mittelhoch. Übrigens ist er auch noch mit 1,92 m relativ groß. Blanc hat an sich sehr ausgeglichene und gute Werte. Das Tempo ist solide, genau wie die Schusswerte, gerade der Abschluss. Das Passen ist in Ordnung. Die Dribblingsets sehen auch nicht schlecht aus. Dann kann er auch noch verteidigen und hat eine akzeptable Physis. Wirklich gute Werte für einen 10er sind das nicht. Für einen IV würde das auf jeden Fall gehen, wobei die Defense- und Physis-Werte nicht ganz so stark sind und der gute Schuss hier dann quasi ziemlich verpufft. Wir würden ihn am ehesten also auf der 8 oder noch besser auf der 6er Position sehen. So müsstest du ingame was umstellen, das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Hier passt dann als Chemistry Style Anchor perfekt, um die Tempo-, Defense- und Physis-Werte weiter zu pushen. So sieht er wirklich nach einem richtig guten 6er aus, der auch was nach vorne kann. Bevor es weitergeht, kannst du jetzt gerne mal ein Like da lassen und unseren Channel abonnieren. So verpasst du keine weiteren Videos mehr. Die nächste Karte ist an sich ziemlich ähnlich und zwar geht es im Seedorf auch wieder in der Base-Variante. Der kostet aktuell ziemlich genau 200.000. Im Vergleich zu Blanc gefällt uns hier schon mal die Bio besser. Er hat 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot, was echt top für einen 8er ist und auch überragende Arbeitsrate mit hoch. Das ist für einen 6er bzw. 8er schon mal echt eine gute Voraussetzung. Seedorf kann übrigens nicht nur ZM, sondern auch ZDM und RM. Das ist auf jeden Fall praktisch, um ihn besser einzubauen. Seedorf ist relativ schnell für einen 8er, hat ganz gute Schusswerte, hier vor allem die wichtigen Fernschusswerte. Beim Passen ist er ziemlich gut, das Dribbling geht auch noch voll klar. Die Defense ist nicht ganz so stark, sollte auf jeden Fall gepusht werden. Dafür hat er aber eine ganz gute Physis. Bei Seedorf bietet sich ein Shadow einfach perfekt an. So bekommt das Tempo nochmal einen ordentlichen Boost, aber auch die Defense, die ja noch nicht ganz so stark ist. Mit diesen Werten ist Seedorf ein richtig starker 8er. Übrigens kannst du Seedorf auch auf Lengthy bringen mit dem Architect Chemistry Style. Für die letzte Karte gehen wir jetzt nochmal in den Sturm und hier haben wir mit Zola echt eine Icon, die ziemlich underrated ist. Auch er kostet ziemlich genau 200.000. Und zwar geht es hier um die mittlere Icon von Zola. Die Baby-Variante ist auch nicht schlecht, aber noch ein Ticken teuer. Zola bringt eigentlich alles mit, was man für einen Stürmer braucht. Er hat 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot, was top ist. Dazu die perfekten Arbeitsraten mit Hochmittel. Zola ist ein sehr kleiner und wuseliger Stürmer. Er hat ja auch den Explosive Accelerate. Zola ist relativ schnell, hat trotzdem noch gute Schusswerte und auch die Passstats sind für einen Stürmer erstaunlich gut. Viele Stürmer-Icons und auch andere Stürmer im Spiel haben deutlich schwächere Passstats. Dazu sieht das Dribbling auch richtig gut bei ihm aus. Klar kann er überhaupt nicht köpfen und die Stärke ist auch nicht vorhanden. Wie gesagt, ist er eher ein wuseliger Stürmer. Für 200.000 bringt er als Icon wirklich alles mit, was ein Stürmer braucht. Beim Chemistry Style passt dann auch noch ein Hunter perfekt. So sind die Tempowerte richtig gut und auch der Schuss bekommt nochmal einen ordentlichen Boost. Und trotzdem hat Zola ja immer noch gute Pass- und Dribblingwerte. So sehen die Stats wirklich richtig stark aus. Was hältst du von den drei Icons und hast du noch andere Undercover-Icons, die du empfehlen kannst? Schreib uns das gerne mal in die Kommentare. Wir freuen uns jetzt noch über ein Like und ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Video.